Tja, Freunde, hoch auf den gelben Wagen sitze ich beim Schwager vorne. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei unserem neuen Video vom neuen Staria als Neunsitzer. In diesem Sinne, herzlich willkommen hier bei Hyundai Cars. Steigen wir mal aus. So, herzlich willkommen. Bisschen was Organisatorisches noch. Wir konnten ja nur im Jahr 22 nicht allzu viel filmen, weil ja, es gab einfach nichts Neues bei Hyundai. Dieses Jahr, 2023, gibt es natürlich wieder ein richtiges Feuerwerk von Hyundai. Das heißt, wir können dieses Jahr euch 10 neue Fahrzeuge zeigen. Das ist jetzt das Modell, was wir euch nach dem IONIQ 5 Upgrade hatten wir euch ja gezeigt gehabt im letzten Video. Das ist jetzt der neue Staria als Neunsitzer in einer abgespeckten Version. Das heißt also nicht mehr diese super tuper mäßige Luxusausstattung, sondern hier praktisch vereinfacht mit mehr Stühlen. Und das Coole ist, endlich auch mit einem vernünftigen Kofferraum. Das heißt, für Großfamilien, die viel Platz brauchen und auch Kofferraum, haben wir hier bei dem Fahrzeug ist das gegeben. Anders wie das bei der Luxusvariante war, weil ja dort diese zwei großen Komfortsessel immens viel Platz weggenommen haben und die Rücksitzbank nur ein bisschen verschiebbar war und umklappbar war. Da war das Kofferraumvolumen halt eingeschränkt. Das haben wir bei dem Kollegen Gott sei Dank ja nicht mehr, aber zeige ich euch später. So, was kommt auf euch zu 2023? Wir werden jetzt demnächst im Test haben den IONIQ 6. Es wird viele Upgrades geben bei vielen Modellen. Das heißt also Facelifter und zwei, drei Modelle kommen natürlich auch vollkommen neu, wie der neue Kona, den wir euch zeigen werden. Freue ich mich schon drauf. Auch der neue Santa Fe kommt in diesem Jahr neu. Freuen wir uns auch schon drauf. Also es gibt eine Menge für euch und für uns zum Schauen und ich hoffe, ihr habt Spaß. Hier noch einmal ein großes Dankeschön an das Autohaus Listle, die uns bei unserem Projekt megamäßig unterstützen. Gibt es nochmal ein Herzchen von mir. Ja, und ich hoffe, dass das Zusammenarbeit weitergeht und wem das hier zu langweilig ist mit Hyundai-Fahrzeugen, kann auch gerne unseren zweiten Kanal, Wheel of Cars, dort stellen wir euch immer wieder seltene und außergewöhnliche Fahrzeuge vor, sowie auch Gebrauchtwagenchecks und wir wollen demnächst auch mal einen Vergleichstest machen, aber dazu später, lasst euch überraschen. In diesem Sinne, fangen wir mal an mit dem Design vom neuen Staria. Ich habe euch ja die Luxusvariante damals vorgestellt. Hier haben wir praktisch eine abgespeckte Version. Das sieht man hier, dass wir hier der Grill und sowas, ist alles natürlich ein bisschen einfacher. Was geblieben ist, ist natürlich hier diese durchgehende Leiste. Am Tag, die ist Tagverlicht, haben wir nur hier außen. Und hier in der Mitte, das leuchtet nur nachts, wenn das normale Licht an ist. Wir haben hier nicht diese riesigen Eiswürfel-Scheinwerfer wie beim Luxusmodell, sondern wir haben hier normale Voll-LED-Scheinwerfer. Die sind jetzt von der Lichtausbeute nicht schlecht, aber ich muss sagen, die größere Version hat natürlich ein besseres Licht, ist klar. Aber für den Alltag langt das Licht vollkommen aus und die Fahrbahnausleuchtung ist auch im Dunkeln relativ okay. Also ich kann jetzt nichts Negatives sagen. Man muss, wie gesagt, sagen, dass der von der Luxusausstattung in der Signaturausstattung natürlich die Lichtausbeute etwas besser ist wie bei dem, aber das funktioniert. Kurvenlicht ist ja auch nicht dabei, also hier haben wir wirklich eine abgespeckte Version. Zum Design brauche ich nichts sagen, es polarisiert natürlich. Der eine mag es, der andere mag es nicht. Auch mit dieser Farbe, die hier der Wagen steht, das nennt sich Dynamic Yellow, glaube ich. Ich sag mal so, meine Wahl wäre es nicht, aber
kann man machen. Ich sag mal, der Olli Kahn würde sagen, da brauchst du Eier, ne? Eier, ja, um damit rumzufahren. Aber ich finde, es ist okay. Und die Kombination zwischen den schwarzen und dem gelben macht das Auto eigentlich irgendwie cool. Ja? Wenn man es eine Weile sieht, finde ich es gar nicht so schlecht. So, kommen wir zu den Felgen. Die Felgen, die wir hier verbaut haben, sind 18 Zoller. In einer Zwei-Farben-Optik ist jetzt nichts Besonderes, aber sie sind inklusive. Das heißt also, ihr müsst keinen Aufpreis bezahlen für die Felgen. Auch für die Farbe, diese Yellow-Farbe, die ist praktisch auch frei, also praktisch inklusive. Da ist kein Aufschlag. Es gibt insgesamt 8 Farben, in denen ihr das Fahrzeug ordern könnt. Schauen wir uns noch die Seite vom Fahrzeug an. Ihr seht also hier auch ab der B-Säule sind alle Scheiben verdunkelt. Und wir haben eben auch diese Kombi zwischen den Gelb und den Schwarz. Macht schon irgendwas her, ne? Kommt schon gut raus. Gut, schauen wir uns noch das Heck hinten an. Übrigens haben wir hier die Allrad-Version. Es tut mir leid, dass das Auto jetzt ein bisschen schmutzig ist, aber wir hatten hier wieder mal Wetter in Bayern, nicht? Ihr seht also selber, ein bisschen schmutzig ist es, aber soll dem nicht nachstehen. Wie gesagt, es gibt ja das Auto in vielen verschiedenen Versionen in Asien und in Nordamerika. Hier in Deutschland gibt es jetzt, wie gesagt, nur die Luxusausstattung mit den 2 Komfortsesseln und jetzt Neuheit, der 9-Sitzer. In Asien gibt es ihn noch als Camper. Es gibt ihn in noch einmal höhere Stufe vom Luxus mit einem höheren Dach. Dann hast du dann oben einen Sternenhimmel drin und einen großen Bildschirm. Es gibt ihn als Transporter in 2 Versionen. Transporter einmal voll, also wo du praktisch dann vorne zu dritt sitzen kannst. Dann gibt es noch einen, ich glaube, einen Crew Load heißt das. Da können also hinten nochmal 3 Sitze sitzen, der Rest ist dann auch Kofferraum oder Ladefläche. So, also insgesamt kommen wir hier auch, habe ich euch ja beim letzten Video schon gesagt, wenn du alles rausbauen würdest auf 5000 Liter, das ist natürlich immens. Wir machen mal auf, dann zeige ich euch gleich mal, wie das aussieht jetzt hier bei dem Fahrzeug mit dem Kofferraum. Und ihr seht ja schon selber, wir haben eine richtig schöne tiefe Ladefläche. Und selbst wenn ich jetzt die Rücksitzbank in die letzte Stufe mache, seht ihr selber, wir haben richtig Kofferraum. Hyundai spricht denn hier von 1300 Liter bis zum Dach hoch. Macht dann natürlich hier den Sinn auch herzugehen und hier vielleicht ein Gepäcknetz einzubauen, damit nichts nach vorne fällt. Also für eine Familie wesentlich brauchbarer als das Modell, was ich euch vorher gezeigt habe. Das war mehr so für Hotelgäste hin und her fahren. Das könnte man auch hier zur Not, könnte man das auch hernehmen als Taxi, Großraumtaxi. Ihr seht ja hinten 3 Sitze. Dann haben wir, kommt mal ruhig mit vor, ich zeige euch das ein bisschen noch. Dann haben wir hier noch einmal 3 Sitze. Ihr seht auch, hier haben wir Isofix-Verankerungen an den äußersten Stühlen. In der Mitte ist nicht. Das ist, glaube ich, eine ganze Bank hier, die man auch nochmal verschieben kann nach vorne. Platzverhältnisse sind natürlich super. Ich mache mal drüben die andere Seite auf, dann könnt ihr ein bisschen schauen, wie das aussieht. Die elektrischen Schiebetüren sind übrigens auch in den Paketen mit drin. Ihr könnt auf der Hyundai-Seite euch das Fahrzeug zusammenstellen und einige Pakete sind aufpreispflichtig. Zum Beispiel wie dieses Panoramadach und vorne könnt ihr das Glasschiebedach aufmachen. Das ist jetzt nur Panoramadach, das ist nicht zum Öffnen, das große, und das vorne, das kann man öffnen. Gut, auch hier haben wir eine Klimaanlage, auch für hinten, die Sie hier steuern könnt. Und was wir auch hier jetzt haben, hier als Gimmick, dass wir hier die Kamera haben für die Passagiere, für hinten, dass der Fahrer praktisch sehen kann, was die Kinder hinten treiben. Oder so, schauen wir uns die Platzverhältnisse hinten an. Ich kann mich gerne mal reinsetzen, wenn ihr wollt. Also hier geht das ganz gut. So. Platzverhältnisse seht ihr ja selber. Ich könnte jetzt mit dem Sitz noch ein Stück hinter oder mit der Bank, und dann seht ihr ja selber, also für so einen großen Bus wäre es ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Ne? Also wir können wirklich 3 Leute sitzen. Isofix gibt es leider nur hier an der mittleren Bank, einmal außen und hier außen, wo ich sitze. In der Mitte ist nichts und ich kann nochmal nach hinten gehen. Schauen wir uns das hinten nochmal an. Und dann gucken wir uns vorne nachher zusammen das Cockpit an. Aber allerdings hier muss man auch schauen, wir haben hier auch Haken dabei, ne? Wo man was dranhängen kann. Auch hier hinten haben wir die Möglichkeit, Handys anzuschließen. USB haben wir hier dabei. So, wir haben natürlich nicht diese große Mittelkonsole, wie wir in der Luxusvariante hatten. Das zeige ich euch noch später hier, weil das ist nämlich ein Sitz. Dann können wir wirklich vorne 3 Leute sitzen. Das ist eine coole Sache. Wobei ich aber den
empfehle, vielleicht für ein Kind zu nehmen, also für ein kleiner oder für jemand, der schmal ist, weil der Sitz vorne relativ schmal ist in der Mitte. Hier geht das. Ich kann mich auch hier hinsetzen. So, in der Mitte. So, okay. Schön viel Licht natürlich. Hier die Luftausströmer, die ich verstellen kann. Also hat Hyundai hier wieder an alles gedacht. Dann hier die Leselampen. Hier natürlich auch wieder alles in LED-Technik. So, und jetzt zeige ich euch, wie man ganz hinter geht. Hier ist eine rote Lasche, da ziehe ich dran. Und dann fährt der Sitz nach vorne. Und dann kann ich mich nach hinten setzen. Wie gesagt, hier können auch drei Leute sitzen. So, setze mich mal hin. Und ihr seht, ja, das geht. Hier kann man ja auch die Sitzbank nochmal verstellen, glaube ich. Ja, auch hier hinten, seht ihr, hat man genügend Platz. Hier können drei Leute sitzen. Allerdings dürfen die auch nicht zu groß sein, also zu breit, so wie ich zu so ein Klops. Ist schwierig, ne? Auch hier hinten sind USB-Ports, wo ihr praktisch Handy laden könnt. Zwei Cupholder, aber das hatte ich euch ja gezeigt. Was wir hier Abstriche machen müssen, da wir nicht die Luxusversion haben, wir haben ja keine ambiente Beleuchtung. Ist nicht dabei, das ist alles reduziert hier. Dafür ist der Wagen auch natürlich etwas günstiger als wie den ich euch vorgestellt hatte in der Luxusvariante. Wie gesagt, hier hat mehr Platz und ein brauchbarer, vernünftiger Kofferraum. Auch die Rücksitzbank kann man verstellen, das heißt nach vorne und nach hinten schieben. Ausbauen geht auch, wir hatten ja diese Diskussion ein paar Mal gehabt. Man kann das Gestühl ausbauen, aber man braucht Werkzeug dazu. Das würde ich mir natürlich auch einfacher wünschen, dass es einfach nur Hebel sind oder wie damals beim Chrysler Voyager, wo man den kompletten Sitz in den Boden versenken kann. Das wäre eine tolle Sache. Vielleicht kann Hyundai mal beim nächsten Modell darüber nachdenken, dass man dieses System vielleicht ein bisschen vereinfacht. Ja, dass man eben auch die Sitze ausbauen kann, wenn man wirklich mal sagen will, du, ich habe jetzt was echt Großes mal zum Transportieren, wäre das eine coole Sache. Ansonsten, die Sitze kannst du auch komplett umlegen und man könnte rein theoretisch auch in der Luftmatratze reinschmeißen und könnte hier sogar drin schlafen, weil die Platzverhältnisse geben es natürlich her, logischerweise. So Leute, schauen wir uns noch die Motorisierung an. Standard hier in Deutschland ist der 2,2 Liter Diesel mit 177 PS. Gibt leider momentan keine anderen Motoren. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich vorher ja schon euch die Brennstoffzelle vorstellen kann, weil es wurde ja von Hyundai groß angekündigt, dass das Fahrzeug mit Brennstoffzelle kommt. Leider wurde das auf Eis gelegt. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass wir eine fantastische Infrastruktur haben in Deutschland. Und ich denke mal, das wird auch mehrere Gründe haben. Ich denke mal selber auch, dass die Technik eben noch nicht so hundertprozentig ausgereift ist, dass Hyundai sagen kann, ich bring's auf den Markt. Wir haben ja den Nexo von Hyundai, wo wir im Prinzip diese Wasserstoff- und die Brennstoffzelle verbaut haben. Muss dann aber auch dazu sagen, jedes Jahr zum Kundendienst, es muss alles kontrolliert werden, Schläuche, Dichtungen etc. Es ist nicht ohne und die Infrastruktur gibt es momentan auch in Deutschland noch gar nicht her. Und preislich, denke ich mal, wird es dann auch hier den Rahmen sprengen, weil wenn ich dann für so einen Bus, was ich 80 oder 90.000 Euro bezahlen muss, nur weil ich eine Brennstoffzelle drin habe, ich denke mal, da wird es die Preispolitik auch gehen. Und solange der Staat oder die Energieunternehmen, die momentan ja richtig Kohle machen, richtig viel Geld verdienen an Öl und an Benzin, wird es wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis dann diese Sache auf den Markt kommt, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alles auf Batterie nachher geht, später. Es wird viele Alternativen geben müssen und dazu zählt natürlich auch die Brennstoffzelle und Wasserstoff. Gut, in Nordamerika gießt das Fahrzeug, glaube ich, auch mit einem V6 Benziner. Hier natürlich in Europa, in Deutschland nicht. Wir haben hier den sparsamen 2,2 Liter Diesel, was ich schon gesagt habe. Ich habe ihn jetzt gefahren. Leer natürlich, ich bin alleine, um die 8,5 Liter. Also das ist okay, ist eigentlich ein sehr sparsames Auto. Ich denke mal, wenn ihr voll beladen fahrt, ich habe das ja ausprobiert gehabt letztes Jahr. Ich hatte das Fahrzeug mal bei einem längeren Turn gefahren mit vielen Leuten und Gepäck. Da lag ich dann bei 9,5 Liter. Das ist für so ein Riesenauto, ist das wirklich okay, also da kann man nicht meckern. Da gibt es ganz andere, wo die Verbräuche dann viel höher sind. Die einzelnen Pakete, die inklusive sind und die aufpreispflichtig sind, blende ich euch dann mal ein, dass ihr ungefähr wisst, wo wir da preislich liegen. Also ich habe das mal, wenn man das so macht mit dem Auto, in der Ausstattung, wie er hier steht, liegen wir so bei 55.000, 56.000 Euro Listenpreis. Das ist für so ein gut ausgestattetes Auto natürlich super, ne? Vor allen Dingen, ihr müsst ja bedenken, wie viel Platz ihr im Auto habt und wie komfortabel der fährt.
sparsam natürlich mit dem Diesel. Und ihr habt die Möglichkeit, hier mit bis zu 9 Personen zu fahren. Apropos 9 Personen, ich zeige euch mal noch das Cockpit und wie vorne 3 Leute sitzen können. Steckt mal ein. So, wie versprochen, sitze ich vorne im Cockpit. Wie gesagt, ich habe euch das ja vorgestellt. Im Detail ist im Prinzip alles dasselbe. Nur, dass wir hier halt diese Ambientebeleuchtung nicht dabei haben. Und hier haben wir auch das, eine Ladestation fürs Handy. Induktiv. Zeigt dann hier auch, leuchtet dann hier. Apple CarPlay und Android geht auch wie hier nur über Kabel. Leider noch nicht. Vielleicht kommt es dann irgendwann mal, dass es dann mal schaffen. Ablageflächen haben wir natürlich satt. Ohne Ende. Ihr seht ja selber, das hatte ich euch ja schon beim letzten Video gezeigt. Das ist hier dasselbe. Ihr habt hier überall Ablagerflächen, Cupholder etc. Gedönst halt. Was hier natürlich cool ist, die Lederausstattung, die es gibt. Es gibt, glaube ich, 3 verschiedene Farben, die ihr ordern könnt und die jedes Mal inklusiv sind. Also die sind immer im Preis mit drin. Also das ist auch ein Merkmal, wo ich sage, wow, geile Sache. Ich zeige euch das mal mit dem Sitz hier vorne. Ihr müsst es hier hoch machen, den Hebel. Und dann könnt ihr hier theoretisch eine schmale Person noch mit sitzen. Aber ihr seht ja selber, das ist relativ schmal. Also es könnte wirklich dann... Muss entweder jemand sein, der ganz, ganz dünn ist oder vielleicht ein Kind. Also das, es geht, aber... Aber ihr seht ja hier, ihr habt ja Platz ohne Ende. Wir haben hier keinen Mitteltunnel in dem Fahrzeug. Zum Komfort der Sitze muss ich sagen, die in der teuren Ausstattung sind natürlich besser. Sind natürlich, aber dafür, dass wir hier nicht in der obersten Liga sind, können wir auch vorstellen, hier längere Strecken damit zu fahren. Also haben wir gut, bieten auch ein bisschen Seiten her. Ihr seht ja hier die Banken. Die Sitzoberfläche hier ist vielleicht ein bisschen kurz geraten, aber gut, man muss Kompromisse machen. Was auch wichtig ist, dass ich nicht vergesse, die beiden Außensitze hier, also Beifahrer- und Fahrersitz, sind beheizbar und auch belüftbar für den Sommer. Auch das Merkmal haben wir hier mit dabei. Und natürlich hinten haben wir das natürlich nicht. In den anderen 2 Reihen hinten haben wir natürlich keine Sitzbelüftung oder Sitzheizung. Dafür aber eine separate Klimaanlage. So, kommen wir gleich mal zum Fahreindruck von unseren Staria in der 9-Sitze-Variante. Prinzipiell hier natürlich auch auf der komfortablen Seite. Das heißt, das Fahrwerk ist nicht zu hart, ist nicht zu weich. Das ist ein schönes, komfortables Fahrwerk. In Rennwagen wird das Auto nicht werden mit dem 2,2 Liter und 177 PS. Aber ich sag mal so, für das alltägliche ist der Motor vollkommen ausreichend und das 8-Gang Automatikgetriebe, das habe ich euch ja auch schon mehrmals so oft vorgestellt, macht einen super Job. Von daher, mit den ganzen Fahrmodis und den ganzen anderen Gedöns brauche ich euch auch nicht zeigen, weil letztendlich habe ich euch das schon beim Santa Fe gezeigt und auch bei der ersten Vorstellung von dem Staria hier. Von daher ist das alles gleich. Und ich muss da nicht extra eingehen über Multimedia etc. Was natürlich hier nicht ist, das habe ich ja schon gesagt, wir haben ja nicht diese tolle Ambientebeleuchtung, wie wir in der Luxusmodell haben. Wir haben ja auch kein Premium Soundsystem von Bose, sondern wir haben ja ein normales. Aber ich muss sagen, dafür, dass das ein ganz normales Multimedia-System ist, ist das okay, funktioniert super. Und es klingt jetzt nicht so gut wie das von der hohen Variante. Aber das ist okay. Das kann man wirklich gut, passt. Ihr habt hier natürlich auch die ganzen Assistenzsysteme, die ihr von Hyundai kennt. Die sind natürlich hier alle verbaut. Das heißt also hier Autobahnassistent. Denn hier bei dem Parkpaket, was wir hier haben, haben wir eben auch diese tote Winkelassistent, was dir hier am Bildschirm angezeigt wird. Natürlich in dem riesen Auto verliert sich natürlich dieser Monitor hier. Ist klar, weil man hier mäßig riesig viel Platz haben, aber er ist gut ablesbar und ja, erfüllt seinen Zweck vollkommen. Wie gesagt, hier auch 360 Grad Kamera dabei, also alle Assistenzsysteme, was man von Hyundai kennt, sind hier im Fahrzeug verbaut und sind in diesen Preis praktisch mit inkludiert. Von daher würde ich mal sagen, Daumen hoch. Und wie gesagt, er fährt sich wirklich leichtfüßig. Gut, ich bin jetzt allein mit meinem Kameramann. Wir haben jetzt kein Gepäck und nicht viele Leute an Bord. Aber ich denke mal, das wird sich schon ausgehen, wenn auch hier zu 9 gefahren wird. So, meine Freunde, kommen wir zum Fazit vom neuen Staria als 9-Sitzer. In meinen Augen ist er natürlich das bessere Familienauto. Also wenn jetzt eine Familie dabei ist, wo ich sage, ich brauche 9 Sitzplätze und ich brauche Kofferraum,
ist der Kollege natürlich prädestiniert. A, weil wir eben viel mehr Sitzfläche haben, also viel mehr Sitze haben und natürlich, dass das Wichtigste ist, ich habe einen brauchbaren Kofferraum, was wir ja beim Luxusmodell nicht so hatten. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns demnächst hier auf meinem Kanal Hyundai Cars bei Pelle Hansen. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.